B-Primal, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Angetestet. Eigentlich sollte ich den Ansager machen, aber der Fly ist mir ins Wort gefallen. Wir testen mal ein bisschen das Spiel Ring of Elysium. Habe ich recht, Fly? Ja, da hast du recht, lieber Hakoda. Und bevor wir jetzt hier Wir loslegen, sind die Regeln ein Spaß. Jetzt darfst du. Ja, User disconnected from your channel. Auf jeden Fall, Freunde, nur damit ihr Bescheid wisst, wie dieses Game oder angetestet bei uns läuft. Wir spielen jetzt einfach 2-3 Runden auf nass, sind keine Profis. Ja, wir sind zwar Battle Royale affin, Fortnite, PUBG haben wir alle schon gespielt, aber möchten dem Spiel einfach mal so einen First Look geben. Das ist keine Review, keine Kritik, sondern einfach mal gucken, wie das Gameplay so ist. Testrunden haben wir schon gemacht. Liefen wie? Semi. Ja, semi gut. Scheiße. Also 3 Kills waren jetzt schon mal gerade drin. Ja, das war Maximum. Aber wir wollen uns einfach mal ein bisschen angucken. Spiel sieht wirklich schön aus. Für ein Free-to-Play-Game könnt ihr euch bei Steam einfach runterladen. Ist auch nicht wirklich groß. 5,3 GB. Grafikanforderungen sind auch entspannt. Und das Coole ist eigentlich an diesem Spiel, dass es ein Klassensystem hat. Ja. Aber nicht wie ein MMO. Nö. Sondern, dass ihr einfach auf dieser Map die Möglichkeit habt, zwischen 3 Gadgets zu wählen und ihr startet mit einer Waffe. Also eigentlich voll geil. Ja, und zwar die Klassen, ne, die können wir ja gleich mal zeigen hier. Also die Sicht, nicht, dass ihr verwirrt seid, das ist die Hakoda-Sicht, also meine Sicht. Die von den beiden, von uns beiden, der Noob. So, hier sehen wir einmal, dass diese Packs, ne, es gibt einmal das Gliding-Pack, ne, da ist halt so ein Gleiter halt mit dabei, wovor man von Klippen halt runterspringen kann und gleiten kann. Dann gibt es das Skiing-Pack, ne, das ist einfach ein Snowboard, das kann man, soweit wir jetzt wissen, überall benutzen. Ja? Selbst im Haus. Selbst im Haus, was natürlich nicht viel bringt. Und das Climbing Pack, ne? Da gibt es spezielle Stellen auf der Map, wo wir klettern können. So, ich nehme jetzt mal das Skiing Pack. Das nehme ich auch. Genau, hier oben sehen wir gerade den Punkt. Wir können jedes Kästchen hier wählen, wo wir spawnen. Ne? Wir sind jetzt hier natürlich zusammen im Fort Tyrifing oder wie das heißt. Tyrifing. Was ich aber cool finde, muss ich sagen, weil man hat jetzt nicht dieses klassische, dass man, also man hat erstmal ein Gadget, was ich cool finde, ist jetzt kein Must-Have. Und man kann sich den Spawnpunkt aussuchen, muss nicht fliegen und so weiter, sondern man startet fest dort, man weiß, was einen erwartet. Genau. Hier, wir haben zum Beispiel ein anderes Gegnerteam hier, wahrscheinlich werden wir sowieso wieder RIP sein, gleich am Anfang. Oh, sieht auch schön aus hier, muss ich sagen. Ja. Das ist keine... so ein Hangar hier irgendwie, ne? Oh, Waffe. Was uns aufgefallen ist, dass im Gegensatz jetzt zu PUBG etc., dass man sehr viel findet. Ne? Man findet, gut, ich jetzt leider gerade nicht, blödes Beispiel. Ich hab keine Waffe zumindest. Die Loot-Chancen sind einfach deutlich höher. Hier ist jetzt schon mal eine Weste. Gegenstände zum Anziehen, wie jetzt der Helm gerade bei mir und die Weste, sind automatisch ausgerüstet. Per Tab sehen wir das hier. Ja, die legt er sofort in das... jetzt habe ich eine Waffe, nice. Der legt er sofort an. Ne? Die Waffen, jetzt habe ich eine gefunden. Einfach einmal nachladen, ganz wichtig. Brauchst du noch einen Helm, Nolo? Nee, ich habe einen Dreierhelm. Eine Weste? Ja. Die ist hier bei eine Weste? Nee, eine Weste brauche ich gar nicht. Okay. Und sonst ist es eigentlich von der Bedienung her ähnlich wie PUBG, ne? Mit dem Tab-Menü. Ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen. Und vom Gegner oder in der Nähe, ja. Ich möchte jetzt wirklich nichts Falsches sagen, aber ich bin der Meinung, wenn ich mein Recherchehirn richtig benutzt habe, sind es doch die gleichen Macher. Irgendwas haben wir gelesen von... Ich habe gerade den Namen vergessen. Weil es sind auch die gleichen Handlings und so weiter, wie ich finde. Und ich muss auch sagen, ich finde das generell auch von der Flüssigkeit her, ist es komischerweise, sollten es die gleichen Macher sein, fühlt sich das sogar besser an als PUBG. Mhm. Ihr habt nicht diese Mini-Lag-Spikes. Ihr wisst, was ich meine, ne? Lag-Spikes, jetzt habe ich es. Und es fühlt sich einfach gut an. Und was ich wirklich geil finde, ihr habt nicht dieses Problem mit den Loot. Dass ihr jetzt sagt, ey, ich finde hier ums Verrecken, ist egal, wo ihr landet, ihr findet auf jeden Fall was, könnt direkt fighten, habt direkt die Möglichkeit loszulegen. Das finde ich halt cool. Und plus diese Gadgets macht das Spiel auch noch dynamisch. Ja, absolut, genau. Apropos Gadgets, ich mache das jetzt einfach mal, ne, und zwar auf T, zack, und jetzt bin ich quasi auf meinem Snowboard. Ja, wenn man nach unten guckt, sieht man das sogar. Genau, die Sicht dürfte sich eigentlich gleich ändern, ne? Ich glaube, nach ein paar Sekunden oder so hat man dann die Third-Person-Sicht. Oder nur an manchen Stellen, ne? Kann auch sein. Ich glaube, ab einem bestimmten Tempo, aber du hast da generell, ich guck mal gerade, ob wir Gegner hier sehen, ich sehe nämlich gerade, irgendein Team war ja hier. Ab einem bestimmten Tempo bist du automatisch halt in der Third Person. Es gibt auch hier wieder Vehicles, also Autos, auch Monster Trucks, Jetskis und Jetskis, so, ganz cool, genau, ganz cool gemacht. Solche Sachen.
Und ja, so an sich muss ich trotzdem sagen, was ich sehr cool finde, jetzt haben wir hier nur ein Gegnerteam auf einer relativ großen Fläche. Aber theoretisch sind wir nach dem ersten Loot-Spot schon direkt bereit zu fighten, Ja, theoretisch. das stimmt. Und das war ja sonst echt nicht so, ne? Manchmal, wenn man, gerade wenn man irgendwie als, also mehrere Teams an einem Ort starten, ich sehe Fortnite etc., ne, kommt es ja oft mal vor, dass man natürlich direkt abgegrast wird, entweder, ne? Kann natürlich passieren, ist halt Battle Royale, gehört ja auch dazu, ist ja auch kein Hate. Grüße gehen raus an Arboreen. Genau. Oh, wir Und müssen uns bewegen. ja, da ist noch eine Pampe. Ich nehme die Pampe noch mit. Das ist nämlich auch ein ziemlich Ups. cooles System, die Zone. Ihr seht ja jetzt, wenn man jetzt M drückt, Genau, ich zeige dann Ihnen das sieht, mal gleich. Moment. genau, da sieht man einen riesigen blauen eingekreisten Punkt. Und das ist die Zone. Da wird es Genau. halt immer kälter und wir würden dann eigentlich erfrieren irgendwann. Man sieht es ja. Aber wir haben jetzt auch 6 Minuten Zeit, also die Zeit ist relativ hoch. Es ist nicht immer gleich so eine riesige Fläche, aber es ist verteilt immer. Ich hatte in meiner allerersten Runde, wo ich das Spiel zum ersten Mal kurz angetestet hatte, da war zum Beispiel links ein bisschen, unten ein bisschen, dann in der Mitte ein Punkt. Also es ist schon ganz cool. Es ist random, Genau. das gefällt mir sehr gut. Na, also quasi hier, wenn ihr jetzt seht, alles was blau ist, ist die Zone. Richtig. Also ist die, was die Kältezone, ne? Wo Die man nicht mehr Kältezone. sein sollte. Und diese graue Fläche hier unten, das ist halt unser Ziel. Na, ist auch wie bei, ich glaube bei PUBG ist das auch mit auf der Minimap bei uns unten links. Die gestrichelte Linie führt immer in Richtung Zone, richtig? Richtig, genau. Na, die gestrichelte Linie mache ich. Also ich habe einen Marker Nee, glaub gesetzt. ich gar nicht. Mach mal weg Doch, den doch. Marker. Hier, wenn ich jetzt zum Beispiel hier Siehst du, mache. der ändert sich nicht. Ah, tatsächlich. Genau, das ist Oh. immer die Zone. So, jetzt haben wir natürlich ein bisschen Snowboarden hier. Das finde ich ganz geil. Das ist halt mal so ein wirklich nettes Gadget. Ne? Mit dem Snowboarden. Ich bin gespannt, wie das auch mit dem Climbing und Gliding ist. Du Also ich habe bist. ja den Gleiter schon einmal Ah, jetzt ist ausprobieren er drüben, können. ne? Genau. Ja. Den Gleiter konnte ich ja schon einmal ausprobieren. Kann sogar springen mit Leertaste. Und ist halt ganz cool. Aber je höher du bist, desto besser ist es. Ich würde sagen, wir fahren ein bisschen außerhalb. Ja, noch schießen kann ich auch aus dem Wagen raus. Okay. Dann haben wir noch Optionen, ähnlich wie bei PUBG, auf V, das Visier zu ändern. Und auf B die Feuerrate, ne? Also Single Shot, Autoshot. Oh, Schüsse, Schüsse. Aber Jo. ich fahre weg, ich fahre Ja, weg. fahr weiter. Was aber anders als in anderen Games ist, und das finde ich sehr geil, wo du Attachments hast, also sprich Scopes und Co., die kannst du hier, ist es bei den Scopes so, du kannst die jederzeit einfach per V halt wegmachen und musst sie nicht Da rausziehen. ist ein Oder ist Wagen ein Auto? rechts, ja. Parallel von uns, ja. Parallel dazu Parallel können wir dazu. halt. Oh, shitness! Uiuiuiui. Okay, Alright. das Okay, er muss man fängt auch mal sich. testen. War geplant, ne? Ja, Ich natürlich, habe muss man Leben verloren. gucken. Ich auch, aber nur 8. Ich auch, 8. Okay. Auch hier Oh, cool, sorry. Scheiße. anders als in Fortnite zum Beispiel, braucht man nicht eine gewisse Mindest- oder Maximal-Lebensanzeige, sondern. Oh, ich war. Let's go! Man braucht keine Mindestanzeige, um sich bewusst zu heilen oder so. Es gibt keine Schilde, es gibt halt große Packs, mittlere Packs und die normalen Bandagen. Normale Bandagen machen 10, mittlere machen 50, große machen 100. Also ganz simples Prinzip. Und dementsprechend ist natürlich auch die Cast-Time, aber ihr müsst jetzt nicht, um das 100er-Pack zu nehmen, eine bestimmte Lebenspunkteanzahl wie in Fortnite zu haben. Das finde ich auch sehr praktisch. Und man braucht kein Benzin für die Fahrzeuge. Das ist auch ganz gut. Ja. Oh, okay, wir steigen aus. Wir sind eh gleich am Wagen gezogen. Und ich würde sagen, Snowboard! Ja, geil, Alter. Hier macht es schon viel Das mehr Bock. ist cool, ne? Also wir Also wenn. waren, ja. Also wenn ich mal ganz kurz sagen darf, es ist eine Mischung zwischen PUBG und Steep, oder? Ach so, ja, kann man so sagen. Ja, da. Ist da gerade Steep ein Battle Baum? Ist da Royale. gerade ein Baum runter? Ne, ist da Schatten. Okay. Hier wird Geil. Oh, geschossen hier. wieder. Okay. Wir werden jetzt wahrscheinlich unseren ersten Tod erfahren. Wir sind auf dem Berg oder hinterm Berg. Aber so haben wir ja schon mal eigentlich das Grundlegendste besprochen. Richtig. Habe eine schöne AK hier. Okay. Brauchst du die oder? Brauchst du sie? Na, du kannst sie ruhig nehmen. Ich hab erstmal. Ich habe eine Farmers, ich habe eine AK. Ich hab sowas wie eine Autoschrotflinte. Hatte ich Ach auch ne, bisher die noch wollte nicht ich haben. gehabt. M4A1 ist mir lieber. Ja? Ja. Dann mach ich die normale Schrote weg und nimm die AK. Natürlich, hier könnt ihr könnt auch wieder in dem Game wie in jedem anderen auch Sound huren.
Es funktioniert auch ohne Probleme. Wir spielen jetzt First Person, gibt natürlich auch Third Person. Finde ich aber immer ein bisschen schwierig. Hier ist auch ein Medikit, wenn du es nehmen möchtest. Oh ja, gerne. Halte ich dann ein bisschen mehr. Das liegt hier direkt vorne. Und da kann man, wenn man jetzt zum Beispiel Medikit nutzen möchte, ich habe jetzt zum Beispiel zwei große, drei mittlere. Dann muss man einfach nur Rechtsklick drauf machen, heilt sich. Man Genau. kann ganz normal retzen. Also eigentlich ist alles im Alten, könnte man schon fast sagen. Ja, ist halt wirklich ähnlich wie PUBG, ne? Und ihr Oder halt seht. Fortnite, da sind es Tränke. Genau, und hier seht ihr ja auch noch, ihr habt ja jetzt die in der Mitte des Bildschirms unten die Leiste, das HUD, das HUD. Relativ simpel, ja. Je nachdem, wie eure Tastenbelegung ist, wenn ihr jetzt V drückt, ist bei mir jetzt das Holo-Visier weg. Richtig, bei mir auch, Ja, genau. richtig. Bei B ist es halt Single der. Shot, Oh, auch da kommt Shot. was! Da kommt was! Da kommt was! Halt hinten, ich halt hinter uns. Jo, ich halte die Tür hier. Hab ihn. Nice, ich halt hinter uns. Ja, wo ist der zweite? Oder dritte? Ne, es sind nur zwei, ich bin Duo. Ist er nur knocked? Ne, er war Naja, direkt aber die tot. haben ja gekämpft mit irgendjemand. Wenn er direkt tot ist, ist Er sein war tot, Mate. ja. Dann ist er tot. Okay, da sieht man hier ein wunderschönes Chicken. Ich könnte jetzt seine Sachen looten. Da kommt noch einer. Ja, deswegen lasse ich es für uns. Bei dir oder was? Ja. Hab ihn, ist knocked. Okay, Finish. Finish! Oh, da ist noch einer. Sehr schön, das war sein Mate. Bist du tot? Ja. Der lag da hinten. Bei mir liegen eine Menge Medikits drin. Eine Menge Medikits. Und der war hinten auf dem Berg. Also wenn man da, wo ich stand, hochguckt, Oh, okay, direkt raus. ich hab auch noch zwei große, sehe ich gerade. Sehr schön. Da stand er dann auch direkt. Okay. Deine So. Weste ist ein bisschen Die ist ein angeschlagen, sehe bisschen ich gerade. angeschlagen, das sieht man auch jetzt unten in der Anzeige, ne? Genau, in die Richtung, wo du jetzt gerade hochguckst. Da Da war habe ich ihn einer, gerade ja? erschossen. Achso, du Genau. hast ihn erschossen. Da habe ich ihn knockt. Also muss man gucken, ob er entweder tot liegt oder genockt noch ist. Da, Da. ach, er ist tot. Ja, okay. Wunderbar. Sehr schön. Ich hab ihn. Ich hab ihn! Du hast ihn, Mario! Mario! So, hat er ein paar. Oh, Und du bist tot. Scheiße. Komm schon, Snowboard. Jump. Oh mein Gott! Oh. Nein! Scheiße. Aber war trotzdem für den ersten, für die erste Runde gar nicht so schlecht. Ich würde sagen, eine zweite können wir doch reinhauen Ja, auf hinterher, jeden Fall. oder? Wir nehmen mal eine andere Klasse, würde ich sagen. Weil ich habe gesehen, auf der Map, da ist dann immer so ein dementsprechendes Symbol, wo man klettern kann. Ja, da würde Weißt ich sagen, dann du? nehmen wir Das will ich mal mal. ausprobieren. Und gleiten müssen wir natürlich noch ausprobieren, je nachdem, wie schnell die Runde natürlich geht. Richtig. Aber letztendlich, wenn ihr jetzt zum Beispiel dieses Jetpack-ähnliche Ding habt, dann müssten wir eigentlich, was am besten wäre, beim Climbing Pack musst du jetzt dahin, wo diese Spitzhacken sind. Das ist ja relativ simpel erklärt. Da Ja. kannst, nur da kannst du dich hochklettern, da kannst du Sachen benutzen und du startest halt mit einer Schrotze statt mit einer Pistole. Ist auch ganz Stimmt, nett. da ist ein Schrott dabei. Und du kannst auf Bergen, gibt es so eine Seilrutschen, wie in Tomb Raider. Habt ihr bestimmt oder auch in anderen Spielen schon gesehen, die könnt ihr dann benutzen, indem ihr euch einhakt. Und genauso könnt ihr vom Berg halt auch den Gleiter benutzen. Ich würde sagen, wir können ja mal gucken, ob wir mit dem Gleiter, ob das irgendwo einen Eingang zur Seilbahn gibt. Ja, Hier fährt stimmt, da eine gibt's, Seilbahn. genau, da gibt's eine Seilbahn. Oder wir spawnen in der Nähe vom Berg, dass wir hochklettern ohne, weil ich würde den Gleiter gerne mal echt aus der luftigen Höhe ausprobieren. Ja, weil, genau, ja, weil ich will halt immer noch die Vorteile einfach wissen, ne? Ich meine, da wo man, weil ich sehe Klettern noch nicht wirklich als richtigen Vorteil an, außer du hast vielleicht jetzt einen Sniper oder so, ne, und gehst dann halt irgendwie wirklich auf einen krassen Spot, wo wirklich auch nur einer hinkommt, der vielleicht climben kann. Ja. Also meine persönliche, wir können ja, guck mal, wir können direkt hier auf dem Berg starten, Ja, theoretisch. Hier, also lass uns doch hier. mit dem Gliding Pack, ja. Da, ich habe jetzt das Gliding Pad, Jo, genau. nehme ich jetzt auch mal mit. Machen wir das mal parallel. Weil ich bin der Meinung, das Gliding Pack ist halt einfach in einem Terrain, wo es höher ist. Du kannst ja auch von kleineren Bergen springen und gleiten für einen kleinen Geschwindigkeitsboost. Ja, oder wenn du auf einer Anhöhe bist. Habe ich in einem Video gesehen von Moondai zum Beispiel. Dann kannst du relativ schnell hinfliegen. Ich denke, das Skiing Pack ist ebenfalls gut, wo es die Straße runtergeht oder kleine Passagen runtergeht, weil du schon relativ viel Tempo hast. Ja. Das Climbing Pack ist, denke ich, Late Game technisch gut, wenn du eine Zone hast wie den hohen Berg beispielsweise.
dass du dir eine höhere Position erhaschen kannst. Das wäre so meine Theorie. Wir sind hier auch ganz alleine. Und paradoxerweise, hier habe ich meine allererste Testrunde gespielt. Ah. Stell ich gerade fest. Und da ist der Berg. Zwei Berge. Ich sehe da auch, glaube ich, einen Pass. Ich würde sagen, wir holen uns waffentechnisch was und machen uns mal auf den Weg, oder? So sieht's aus. Machen wir mal. Trotzdem, dein Eindruck zum Spiel? Bisher cool, muss ich sagen. Was ist denn hier los? Oh, oh, ich backe in der Tür. Ja gut, Bugfixes wird es wahrscheinlich noch geben. Der Release ist in EU jetzt seit 2 Tagen oder so. Das Spiel gibt es ja schon eine ganze Weile. Ich muss trotzdem sagen, läuft flüssig. Flüssig läuft es auf jeden Fall, ey. Da bin ich auch echt beeindruckt. Und das auf höchster Grafikeinstellung. Die ist natürlich jetzt nicht enorm. Braucht man ja auch bei so einem Game nicht, bin ich der Meinung. Weil es halt ein Battle Royale, ja, was erwarten wir da? Ja, ja. Aber trotzdem muss ich sagen, gefällt mir richtig gut. Es macht Laune, ihr könnt alles einstellen. Wir können ja vielleicht nach der Runde hier euch mal auch das Einstellungsmenü noch zeigen. Ja. Was ihr da alles so umstellen könnt. So, ich habe ein kleines MGchen und eine Schotze. Ich habe einer meiner Lieblingswaffen. Hier sind die Gondeln, guck mal hier. Sind die da? Ja. Und die kann man wohl auch benutzen. Wir können ich konnte... Ja? Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Ich konnte gerade, als ich auf dem... Komm mal mit, bitte. Wenn du kurz zu mir kommen könntest. Ja, ich war ja gerade... Oh, eine M4, nice. Ja, meine Lieblingswaffe, Farmers. Ich konnte gerade, als ich aus dem Fenster gesprungen bin, schon gleiten. Also die Tasten sind immer auf einem anderen Punkt. Spring mal hier aufs Dach. Jo, ich komm mal zu dir. Genau. Wenn ich jetzt hier runterspringe und F drücke, seht ihr? Ah, okay, ja, ich hab's gesehen, ja. Ich habe nur gelesen, es ist halt schwierig, richtig Schüsse. Zu gleiten. Ja, habe ich gehört. Sollen sie mal machen. Für uns ist ja alles hier ein Testchen. Ich bin jetzt nämlich gerade von diesem Berg hier, von diesem Stein besser gesagt, aufs Dach gesprungen. Da kannst du den Gleiter mal testen. Also die Tasten könnt ihr euch ja alle selber belegen. Wir haben jetzt die Originaleinstellung. In dem Fall ist das Gleiten aber F. So, wenn ich jetzt hier runterspringe, kann ich F drücken. Ah ja, okay. Ui. Und dann gibt es wahrscheinlich auch schneller gleiten, langsam gleiten, ne? Gehe ich mal von aus. Richtig, ich habe gelesen, das Gleiten soll sehr schwierig sein, okay. Weil es schwierig ist, die Höhe zu halten. Ich weiß aber, da kann ich aber jetzt nicht sagen, inwiefern. Ja. Aber finde ich ganz cool. Ich habe einen 4er Scope, eine Farmers. Ja, ich habe jetzt kurz mal das Scope geändert. Geht der auch noch? Wollen wir mal hier hin? Zu Castle? Da waren ja ein paar Spieler. Können wir gerne machen. Weil dann könnten wir eventuell nochmal das Climbing Pack ausbenutzen. Und ich merke mir mal ganz kurz, gleiche Stelle wie eben, dass wir vielleicht nächste Runde bei Blue Peak Town starten und das Climbing Pack nochmal ausprobieren. Ja, aber da sind genau 2 Haken, ne? Richtig, ja. Da können wir unten spawnen. Wir müssen ja nicht unbedingt dann eine Waffe suchen und dann fighten. Gucken einfach mal, wie es ist. Jo. Ich hätte gerne noch einen Kill. Da hätte ich nämlich 4 insgesamt. Der heutigen Aufnahme wäre ich sehr zufrieden. Minus 5 Grad steht oben links, guck mal. Richtig, ja genau. Und wenn es dann nach 3 Minuten, glaube ich, nach 3 Minuten hast du dann so eine gelblich. Ne? Kriegst du nochmal einen Sound und so. Finde ich eigentlich alles ziemlich cool gemacht. Ja. Und natürlich Airdrops. Supply has arrived. Okay, kriegt man auch gibt's sogar natürlich auch. Ja, hier sind es, soweit ich weiß, sind es Helikopter, die anfliegen. Habe ich schon gesehen. Okay. Ob das jetzt auf der Asien-Version war oder hier. I don't know. I don't know, man. I don't know. So, ich habe jetzt hier, was habe ich denn? Auto, Shot, Burst und Single. Dann nehme ich mal Burst. Hier sind auf jeden Fall welche. Ich habe nur Auto und Single mit der. Ja, Farmers ist halt einfach der Klassiker. Schon MW2 meine absolute Lieblingswaffe gewesen. Ja, Zeigung. Ja, nee. So, jetzt mal vorsichtig hier. Ich will die ganze Zeit auch mein Snowboard drücken, aber gibt's natürlich nicht. Auf ganz ehrlich, Klasse. Ich bin froh, dass ich es gerade mal nicht habe zur Abwechslung. Oh, hier wird geschossen. Ja, da geht irgendwas ab. Machen hier einen auf Sneak-Basis. Es klingt noch ein bisschen weiter weg. Ja, na. Ah, siehst du geradeaus zum Berg auf 15, diese Wände? Ja, ach, die senkrecht hochgehen, ne? Richtig, es sieht aus wie bei Tomb Raider, diese Wände. Genau, da kann man klettern, 100 Pro. Oh. Ich glaube, wir sneaken. Hier ist schon durchgelootet. Ja, die sind ja da hinten irgendwo. Ich würde sagen, wir sneaken uns da irgendwie mal ran. Okay.
Ich würde vermuten, das sind Da diese läuft einer. Ich Abschnitte. hab ihn gesehen auf 30. 30 und Richtung Norden. Ja, lass uns eine Anhöhe vielleicht nehmen. Ja, auf jeden Fall. Kommt alles näher. Boah, ich glaube, da hat einer eine MG, hast du es gehört? Ja, das klang gerade wie im Vietnam hier. Oh, ist ziemlich nah. Ja, die haben da unten. Die sind da unten Ja, ich sehe sie, schwabbelig. ich sehe sie, ich sehe sie. Die sind auf NE, direkt NE, diese Scheune. Er hat einen Shot kassiert von mir. Er hat auf jeden Fall einen Schuss kassiert an dieser Scheune NE Richtung 60. Ja, noch sehe ich ihn nicht. Er ist hinter dem Haus. Wollen wir kurz hier bleiben? Ja, könnten wir theoretisch. Ich versuche mal jetzt von diesem Haus. Oder gehen wir runter in den Häuserkampf? Ich würde eigentlich aufs Haus geleiten, das hat natürlich nicht funktioniert. Versuche mich hier mal ein bisschen ran zu sneaken, kannst mir notfalls Deckung geben. Jo. Müssen nur aufpassen, dass die jetzt nicht irgendwie eine höhere Position kriegen und auf einmal auf dem Dach stehen oder so. Ja. Und uns dann natürlich abgrasen. Lauf mal langsam runter. Ja. Hier steht auch noch ein Auto. Oh, da, ich sehe ihn. Der ist an der Scheune. Ich komme mal von rechts. Ja, wir können ihn einkreisen. Er war an der Scheune. Ich wechsle jetzt auch wieder auf Burst Fire. Vielleicht ist der auch in der Scheune jetzt drinnen, ne? Ich habe nur Angst, dass auf einmal einer aus dem Fenster guckt und uns wegrast. Ja, ich habe ihn jetzt nochmal eine Granate reingeworfen. Ist eine gute Idee. Auf mich wird Ja, auf geschossen. mich auch, auf mich auch. Ich bin knocked. Ich schaff's noch um die Ecke. Oh, ich bin auch Doch schon nicht. tot. Achso, okay, deswegen. Ja, Ja, ich hatte auch gut. gerade einen Fight. Also konnte man wenigstens ein bisschen gleiten. Ja, hat man jetzt wenigstens mal gesehen, aber ihr habt jetzt mal einen Eindruck von dem Spiel. Klar, Waffenhandling ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ist aber klar, ist Stimmt, realistischer. genau das wollte ich noch sagen. Und zwar ist es auch vom Zielen her so, dass ein Rechtsklick und dann rastet das ein. Also man muss nicht gedrückt halten. Ne? Man muss nicht gedrückt halten, um zu zielen. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ne? Bei den ganzen anderen Shootern war es ja immer so, dass man gedrückt hält, um das Zielen zu erhalten. So, jetzt gibt es natürlich einen kleinen Trick: Doppelrechtsklick und den zweiten Klick davon gedrückt halten, weil sobald man den loslässt, ne, dann zoomt er natürlich wieder zurück. Ja. Dann ist es halt wie in den normalen Shootern auch, Letztendlich genau. schon, genau. Umstellen Aber ich kann man das nur leider nicht, ne? Habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. habe auch noch nicht geguckt. Wir können ja jetzt noch mal eine Runde starten, würde ich sagen, dass wir das Climbing Pack ausprobieren. Dann können wir die Runde auch leaven. Weil dann können wir noch mal so ein kleines Fazit machen. Oder wir springen einfach runter in den Tod, wie auch immer. Können wir ja mal Oder gucken. spielen einfach und sterben, so wie es uns unser Schicksal uns vorbestimmt hat. Richtig. Was mir negativ ein bisschen auffällt, ist der Waffensound. Finde ich ein bisschen. Naja. Der Waffensound, ja. Ja, manche Waffen klingen halt einfach entweder gleich. So vom Weiten, jetzt ist es MG, das klingt mächtig, Das klingt hat man gut. durchgehört, ja. Aber wenn ich halt so manche Waffen habe, die klingen halt einfach ein bisschen. Die sind ein bisschen meckern auf hohem Niveau, keine Frage. Aber die sind so ein bisschen blechernd, ein bisschen komisch irgendwie. Ich weiß nicht. Ich finde das, die klingen halt nicht so authentisch. Okay. Finde ich. Bin mal gespannt, aber ja, dieses Climbing-Ding, weil wenn du dann da hochkletterst, du bist ja auch voll Kanonenfutter dann, ne? Ja, die Frage ist ja, wer hat dieses Pack? Ne? Wenn jetzt keiner das Pack hat, wie kommen die denn da hoch? Also was ich gesehen habe, oh, wo waren das jetzt? Blue Blue Peak Peak Town? Town, ja. Ich würde sagen direkt hier. Ja, probieren wir mal aus. Man kann bestimmt auch von oben nach unten klettern. Genau. Und ich würde gerne mal diese Seilrutsche ausprobieren, die ich gesehen habe, ob das tatsächlich funktioniert. Man kommt auch ohne diese Packs auf Berge rauf, habe ich in anderen Videos gesehen. Also ihr müsst jetzt nicht das Climbing Pack benutzen, um da hochzukommen. Irgendwie gibt es Mittel und Wege, wahrscheinlich auch die Gondel. Bestimmt, ja, da wird unten eine Station sein. Man kann es wahrscheinlich einfach reinlaufen. Und man sieht ja auch direkt, wir starten mit einer Shotgun. Einmal das, Shotgun, aber zwei Teams sind hier, ne, in Blue Peak. Genau, wir werden aber nicht fighten, würde ich sagen. Wir machen uns direkt auf den Weg zu der Wand. Das mal auszuprobieren, oder? Genau, ja, na klar. Wir können ja sonst auch noch vielleicht ein Teil 2 oder so machen. Schauen wir mal, wo wir vielleicht mal eine längere Runde haben. Genau, Ein müssen wir ein bisschen Gameplay passiver spielen, erspielen. genau, richtig. Das können wir ja gerne Das mal war jetzt machen. erstmal nur der Ersteindruck. Ich würde sagen, lass uns jetzt einfach hier direkt jeder ein Haus abgrasen, Ja. falls wir dann doch ein bisschen weiterkommen. Jetzt sind wir beide direkt tot. Ja, dann.
geht die Schuld natürlich auf Avorin. Genau, absolut. Grüße gehen raus an Avorin. Grüße gehen raus. So. Wow, eine Granate. Zwei Granaten. Und da haben wir was Schickes. Okay. Ich wäre schon mal kampffähig. Hast du eine Rauchgranate geworfen? Vielleicht. Vielleicht, sagt er. Alles klar. So, ich habe wenigstens eine Waffe. Jo, ich auch. Dann lass uns mal... Ach, guck mal hier. Hier ist es schon. Ach, wir sind schon oben. Genau, hier. So, F. Ah. Ja, das ist ja geil. Okay, es geht nach links und nach rechts, aber Alter, das ist schon ganz schön langsam, ne? Dann lass uns doch mal was versuchen. Also hier könnte man easy weggesniped werden, meiner Meinung nach. Ich würde sagen, lass uns doch mal direkt weiter zum nächsten. Sieht cool aus, ist cool animiert, sehr realistisch animiert. Dass wir vielleicht mal hier außerhalb losgehen, weg von den Gegnern. Ja. Und zum nächsten Climbing Point laufen. Weil da geht es ja offensichtlich nach oben und da ist auch die Seilbahn, wenn ich jetzt mich nicht ganz täusche. Weil ich würde das gerne echt mal ausprobieren, dass man die Möglichkeit hat, da runter zu gliden. Ja. Yep. Like a glider. Like a glider. Gehen raus an Tanzi. So, gucken wir mal. Weil das würde mich jetzt schon interessieren. Oder generell erstmal einfach nach oben. Weil so auch eine Aussicht bekommen, wie die Karte so aussieht. Ja. Das heißt, muss aber sagen, Schneelandschaft, ne? Ist eine Schneelandschaft, ja. Muss aber sagen, sieht rein optisch von den Gebieten her schon sehr, sehr cool aus. Ja, auf jeden Fall. Also allein dieser Militärhangar da, das sah schon cool aus. Boah, hier hast du mal ein bisschen Aussicht. Warst du das? Ja. Okay. Also klar, jetzt hinten die Texturen sind jetzt natürlich ein bisschen matschig. Ja gut, also, ich glaube, die sind einfach auch nur so zum Deko da. Ja, aber hey, dafür, das Game ist schon, sieht schon echt schnieke aus. Für Free-to-Play, ne? Darf man auch nicht vergessen. Richtig. Es gibt natürlich für die Leute, die es interessiert, es gibt einen Season Pass, so wie in jedem anderen Game auch. Ah, hier ist was zum Runtergleiten. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ach, so eine Strippe oder was? Ja, richtig. Weil wir sind da keine Glider. Ja, du weißt. Oh, hier ist meine Hütte übrigens. Und, ich geh mal schlafen. Aber sieht aus wie bei Tomb Raider, so ein Speicherpunkt, ne? Ja, Mann. Achso, ja, hier, ja. Dem Feuer. Oh, so, ja. Kein Feuer ist. Bist du ready? Ja. Oh, erster. Nein! Oha, ist die lang, Alter. Ach du Scheiße. Wieso kann ich nicht? Ich weiß nicht, vielleicht nur einer gleichzeitig? Oh nein! Du bist runtergefallen, so jetzt müsstest du können. Ich bin tot. Aber da war ein Auto bei mir. Ja. Ich hatte Panik. Was muss ich denn drücken? Nur F? Ich kann auch wieder hoch. Man kann hochgleiten. Das ist so ein automatisches Ding anscheinend. Aber cool. Ich komme einfach wieder hoch. Kann ich jetzt loslassen einfach? Versuch mal mit F. Oh Scheiße! Ja, alles Freunde. Klar. Okay, man kann loslassen und stirbt. Aber war doch eigentlich mal ein guter Test, oder? Ja, absolut. Also alles gesehen. Was ich noch machen würde, ist, wenn du mal oben in den Gefallen tun würdest, auf den Adventurer Pass drückst. Jo, oben. Moment. Geh mal kurz in die Lobby. Dass man mal zeigt, was so noch möglich ist. Ne? Es gibt, man kann natürlich auch Sachen wieder freischalten. Ne? Skins, andere Gleiter, andere Boards und so weiter. So, hier ist der Adventure Pass. Das erinnert sehr an Fortnite, ne? Der obere Pass, den hat man halt, ne? So, das genau, ist ja der allgemeine Level-Fortschritt. Der da drunter ist halt wieder zum Kaufen, ne? Und da gibt's halt hier, wie ihr seht, auch wieder Skins, andere, irgendwelche Boosts, andere Gleiter, Porträts, ne? Eigentlich immer so das, was man kennt. Genau, Ingame-Währung gibt's beispielsweise noch. Das Coole, muss ich wirklich sagen, an dem Free-to-Play Pass ist, dass ihr alle zwei Level bis Level 70, Entschuldigung, Freunde. Das war nicht gewollt, es tut mir leid. Lassen wir drin. Bis Level 70 alle zwei Level einen Gegenstand bekommt. Und auch nicht gerade schlechter. Also ihr kriegt ein paar Porträts, die sehen ganz gut aus. Kriegt ihr eine Cappy, eine Gasmaske, Handschuhe, ein anderes Snowboard. Also ihr kriegt jetzt nicht nur so Billig-Gimmick. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist schon du bekommst okay, stimmt. Maske, echt coole Sachen. Ich gehe mal ein bisschen weiter nach hinten. Hier ist ein anderer Gleiter, noch eine Mütze.
Hier kommt ein Snowboard, ein Mundschutz, eine Maske, cool. Genau. Ja, genau, also kommen schon ein paar witzige Sachen. Dann gibt es auch noch Challenges. Man kennt das aus verschiedenen anderen Sachen, wie beispielsweise... Auch Fortnite, ne? Das eine genau. Auch hier mit, mach das, mach dies, mach das, ne? Um Punkte zu kriegen. Einfach Quests, kurz gesagt. Genau, hier zum Beispiel, use the glider to travel 6000 meters. Also diesen Gleitfallschirm, wie auch immer. Genau, richtig. Und dann kriegst du hier 10 dieser Punkte. Ja, da kriegst du 10 dieser Punkte, was einem Level entspricht. Also du kommst dann instant ein Level hoch, finde ich gut. Ja. Theoretisch, wenn ich jetzt ein Fazit ziehen müsste, ist das für einen Free-to-Play-Titel absolute Sahne. Richtig gutes Spiel, hat eine richtig gute Physik, ist flüssig, sieht schön aus, fühlt sich gut an. Absolut. Wenn ich jetzt was zu kritisieren hätte, es ist einmal eine englische Sprachausgabe. Für mich persönlich stört es nicht, wäre trotzdem ganz angenehm. Ja. Muss sagen, das Soundmäßige gefällt mir nicht so von einigen Waffen, aber das ist wirklich Geschmackssache. Und steuerungstechnisch, wenn man jetzt mal auf die Steuerung geht, also auch von der Grafik her alles wunderbar. Man kann alles zwar belegen, wie man möchte, das ist super, finde ich wirklich gut. Aber ich muss trotzdem sagen, mich nervt das mit dem Aiming sehr. Man muss die Grundeinstellung, wie zum Beispiel, man hat ja hier Crouch und Prone, also hinlegen und Crouch ist dann Schleichen. Genau. Ist halt ein bisschen schwierig, kann man sich aber alles umlegen, ja, finde ich jetzt auch nicht schlimm. Kann man machen, genau. Denke ich, haben wir einiges zeigen können. Macht auf jeden Fall halt Spaß, wie gesagt, für ein Free-to-Play-Game. Kann man sich ein paar Runden mal geben. Entweder zu zweit, alleine oder mit dem Team. Zu viert haben wir es jetzt noch nicht gespielt. Also durchaus zu empfehlen, meiner Meinung nach. Ja. Ja. Einfach bei Steam runterladen, macht ihr nichts falsch. Ihr könnt super viel freischalten, wie gesagt. Und vielleicht gefällt es euch ja besser. Oder ist mal eine Abwechslung zumindest zu den anderen Battle Royale-Spielen, wenn ihr davon Fan seid. Genau. Alles klar, Freunde. Dann war es das soweit von Fly und mir. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen hoch. Scheiß Bettler. Uns. Genau. Ihr wisst, was zu tun ist. Wir sind nicht der einzige YouTube-Kanal hier. Also würden wir uns natürlich freuen über Kommentare, über positives Feedback. Geht auch gerne nochmal auf unseren Exclusive-Kanal. Da haben wir unsere eigene Quiz-Show schon hochgeladen, und zwar bifaktisch. Durchaus witzig anzusehen. Das war's soweit von mir. Willst du noch was sagen, Fly? Ja, vergiss Daumen hoch nicht, aber ansonsten... ansonsten schön, dass ihr dabei seid. Wenn ihr natürlich auch was zu kritisieren habt oder generell weiter so eine Formate sehen wollt, haut es einfach raus. Hakoda hat es ja gerade gesagt, auf Be Primal haben wir verschiedene Playlists, überwiegend natürlich Let's Plays, aber auch verschiedene andere angetestet, wie zum Beispiel auch zu Realm Royal. Ja, machen aber auch generell Black Ops 4 beispielsweise, wird auf jeden Fall auch noch kommen, vielleicht auch Battlefield 5, wir wissen es nicht. Aber wir testen da echt mal gerne ein paar Sachen an. Wenn ihr da mal einen Vorschlag habt, guckt mir mal, ob wir das einrichten können, würde ich sagen. Ja, ansonsten guckt auch gerne auf bifaktisch, da sind exklusive Inhalte, vielleicht auch für die Leute, die jetzt politiktechnisch nicht so gut bewandert sind. Artikel 13, Leute, lasst euch da nichts Falsches sagen. Guckt einfach das Video, werdet ihr informiert. Genau. Ansonsten bin ich fertig. Ich freue mich. Gut, dann sagen wir mal ein Bi-Tschüss, Freunde. Macht's gut. Bi-Tschüss.